Hallo und willkommen zu Zalundra. Ihr seht es schon, wir haben schon ein bisschen Progress und wir machen noch direkt weiter. Wir haben größtenteils die linke Seite erledigt. Wissen allerdings immer noch nicht, wie wir da hinkommen. Rein theoretisch schon. Moment. Moment, 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 Moment. Da kommen wir weiter, ich weiß wie. Na, mit euch will ich nicht spielen. Den Gegnern will ich sagen, fahre ich mal lieber immer aus, weil die sind nur nervig und bringen gar nichts. Ich freue mich auch schon, wenn ich dann bald irgendwann den zweiten Teil von Alundra Let's Play. Der wird auch fast komplett blind sein. Ich habe nur den Anfang davon mal gespielt und auch wenn viele den Teil nicht mögen, ich freue mich sehr auf den Teil und dann. Hoppala. Das war jetzt dumm. Ein bisschen Brocket, um da ein bisschen, sag mal, selber Erfahrung damit zusammen, wie das Spiel so ist. Und hoch. Wenn man so alles hat, das sieht doch schon einfach nur genial aus. Alles auf Maximum. Das ist einfach ein schönes Bild. Theoretisch müssten wir jetzt da nämlich drüber springen und dann müssten wir eigentlich da weiterkommen. Ich habe ja jetzt gerade eben mal was gemacht. Haha! Ich bin ja nicht blöd, ne? Manchmal ein bisschen langsam, aber nicht blöd. Jeden Fall Pfeil und Bogen. Aua. Ah, verdammt. Aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Autsch. Okay. Gucken wir mal, wo wir hier landen. Okay. Das ist nur ein Shortcut, wenn man so will. Wir gucken mal hier kurz rein, was links ist, bevor wir die Treppe nach oben gehen. Okay, hier ist auch eine Tür. Aua. Die habe ich nicht gesehen. Hm.
Okay, da geht's vorerst, glaube ich, nicht weiter. Machen wir uns weiter um. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ah, das wird nicht so einfach. Aua. Ah, verdammt. Da muss man schnell sein. Durchkommen. Okay. Ach. Was mache ich denn für einen Mist? Ich weiß, momentan die Parts sind relativ kurz gewesen, aber ich denke mal, das sollte auch für euch okay sein im Ganzen. Ah, verdammt. Ja, da seht ihr es, sobald ich anfange zu labern, brauche ich Fehler. Deswegen bin ich auch bei Rätselparts immer ein bisschen stiller. Oh, ich werde jetzt auch mal wieder kurz die Bappe halten, dann klappt das Ganze was besser. Oder auch nicht. Ich mache mal den Fehler, ich bin falsch. Schräg springen, damit ich den hinteren zuerst erwische und dann rüber. Ich muss allerdings unten anfangen, damit ich das alles mitnehmen kann. Bingo. Schluss hatten wir ja auch schon. Ah, okay, ich verstehe. Ah, das wird lustig. Weiter rüber. Ich krieg das noch, dass ich das ein bisschen weiter schieben kann. Das ist Problem nur relativ perfekt. Ne, nicht relativ perfekt, sondern ein bisschen scheiße. Ein bisschen schwer. Und sorry. Okay, nochmal. Abgerutscht.
Ah, ich bin manchmal viel zu hektisch. Ah. Nein, verdammt. Ah, geht doch. Und das nächste Licht ist weg. Läuft doch. Da hinten müssen wir ja auch noch mal aufs Dach. Okay, das klappt schon mal nicht. Irgendwas muss es ja gut sein. Aber erstmal gucken wir mal, dass wir die Nervensägen hier killen. Okay. Okay, ich verstehe. Wir kamen ja eben von einer anderen Stelle aus nochmal zum Dach und von da aus müssen wir dann dahin. Okay. Okay, das war jetzt simpler als gedacht. Okay. Das eine Anspielung sein soll für die Reihenfolge. Ich teste das einfach mal.
Okay. Ah. Kann halt ein Schlüssel sein, deswegen muss ich so oder so an die Truhe ran. Ah, verdammt. Ist aber auch schwer mit diesen Pixel Perfect Jumps manchmal. Moment. Rein theoretisch. Okay, ich verstehe. Oben rechts, die muss zuletzt an, dann haben wir's. Ach, verdammt. Kack, jetzt mal den Sprung. Oh. Ich muss mir direkt mal ein neues Plazy-Pad beschaffen. Oh. Echte Eimer. Und ein Schlüssel. Okay, haben wir wieder einen Teil erledigt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nochmal aufs Dach kommen. Und zwar auf dem Dach haben wir ja jetzt wieder was freigeschaltet gehabt. Geht nicht anders, wir müssen hier runter. Ich weiß, hier oben haben wir im Allgemeinen noch was zu erledigen, aber erstmal werden wir da wieder runter jumpen, weil da ging es nämlich Richtung Dach. Und da müssen wir hin. Hier ist auch noch fraglich, wie wir da rankommen, aber das werden wir schon noch herausfinden, bin ich mir ziemlich sicher. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade wieder komplett vertue und mich wieder verlaufen habe. Wäre ja nichts Neues. Bei mir ist ja immer so Orientierung zum Bockwurst. Aber da unten ist ja auch noch eine Tür zu. Ja gut, stimmt. Wir müssen auf die andere Seite tatsächlich sogar. Hier kommen wir nicht aufs Dach. Okay, dann nochmal raus.
noch schon überlegen, ob wir nicht gleich mal rausgehen und einen kleinen Zwischenspeicher machen, weil wir haben jetzt schon relativ viel geschafft. Und sollte irgendwas passieren, müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich glaube, das machen wir sogar, weil der Speicherpunkt ist ja gar nicht so weit entfernt. Ach, Telefon, sorry. Thank you.
So, sorry Leute. Ach, das war mein lieber Onkel, der hat irgendwie ein Timing. Na gut, dann sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal gucken wir mal, ob wir die restlichen Lichter da noch auskriegen. Und dann heißt es wohl finaler Boss und dann, ja, ich sag mal optionales zusätzliches Finale mit dem Schwert, was wir dann noch holen werden. Bis denn dann, tschüss.